Bezeichnung Schwebebahn eigentlich hängen, die Wagenjanten. Nun, als der Kölner Ingenieur Eugen Lange sein System der hängenden Wagen erfunden hatte, lag es an ihm, dem Kind einen Namen zu geben. Und so gab er bekannt, ich habe das Ding Schwebebahn getauft. 1901, sechs Jahre nach seinem Tod, ging die Dresdner Schwebebahn in Betrieb. Seit 1975 steht sie unter Denkmalschutz. Die Strecke zwischen Loschwitz und Oberloschwitz ist 274 Meter lang. Der Höhenunterschied beträgt 84 Meter. Während der Fahrt nach oben wird es kontinuierlich steiler. Bei Erreichen der oberen Station überwinden wir den maximalen Anstieg von knapp 40%. Die beiden Wagen sind durch ein 410 Meter langes Drahtseil miteinander verbunden. Es wird von der Fördermaschine in der Bergstation bewegt. Die weitgehend im Originalzustand erhaltene Konstruktion beeindruckt mit ihren beiden großen Treibscheiben. Sie haben jeweils einen Durchmesser von 4 Meter. Dieses technische Meisterwerk ist etwas fürs Auge, vor allem wenn es sich gerade in Vollproduktion befindet. Wenn wir unser Ziel erreicht haben, sollten Sie sich eine Führung durch das Maschinenhaus nicht entgehen lassen. Auch auf dem Dach der Bergstation erwartet Sie Interessantes. In luftiger Höhe erleben Sie einen einmaligen Panoramablick über das Elbtal. Von den Weinhängen Radebeuls im Westen bis zum Osterzgebirge und der Sächsischen Schweiz im Südosten. Mit dem Aufzug auf der Rückseite des Gebäudes bringen Sie Sie ganz bequem nach oben. Auf dem Weg nach unten finden Sie im Turm der Bergstation wechselnde Ausstellungen. Wenn Sie etwas Zeit mitgebracht haben, können wir Ihnen einen Spaziergang durch Oberloschwitz empfehlen. Hier haben bedeutende Dresdner wie der Maler Ludwig Richter und der Komponist und Kreuzkantor Rudolf Marx werden gewohnt. Prächtige alte Villen prägen das Bild dieses Stadtteils. Die ruhigen Straßen sind wahre Inseln der Entspannung, oben über dem Gewinde der Stadt. Wenn Sie sich am Ausgang nach rechts wenden, erreichen Sie nach etwa 300 Metern das Restaurant und Hotel Schöne Aussicht. Ein charmantes Haus mit über 160-jähriger Tradition und moderner Küche. Noch ein Sicherheitshinweis, die Bahn kann erst wieder starten, wenn alle Tore geschlossen sind. Der Aufenthalt auf dem Bahnsteig ist während der Fahrt nicht gestattet. Thank you.